Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Far Cry Nummer 6. Ja, wir sind hier mal wieder in alten, bekannten Gefilden und zwar in Sierra Perdida hier beim Patriotas-Gipfel bei den Legenden von 67. Ja, nachdem wir in den letzten Folgen alles erledigt haben, das heißt, wir haben alles gesammelt, wir haben alle Missionen erledigt und so weiter und so fort. Da hinten finden schon wieder ein paar Aufstände statt, aber die können uns diesmal gestohlen bleiben. Fehlt uns jetzt nur noch eine einzige Sache. Wir haben die Loda-Aufträge auch erledigt in den letzten Folgen, also die Sondereinsatzmissionen, da waren wir ja immer wieder in kleinen anderen Gebieten unterwegs und jetzt fehlt uns noch genau eine einzige Sache. Eine Sache, die mittlerweile schon ziemlich lange ins Spiel eingefügt wurde, die, ich glaube, das erste DLC davon ist erschienen kurz nach Release, kann ich mich erinnern, das war Far Cry 3 damals, dann ist irgendwann Far Cry 4 gekommen und dann zum Schluss eben Far Cry 5 und wir reisen jetzt quasi in die Vergangenheit zurück, in die vorherigen Far Cry Teile und sind hier auch schon. Gibt übrigens nicht nur hier die Möglichkeit, in diese vorherigen Far Cry-Teile zurückzureisen. Es ist überall dort, wo hier steht Zugriff auf Add-ons, also hier zu finden, beim Patriotas-Gipfel Zugriff auf Add-ons, da kann man quasi die DLCs starten. Das ist genauso hier der Fall, beim Camp Maximus oder auch da drüben bei Costa del Mar, bei der Finca Montero. Auch hier kann man auf die Add-ons zugreifen, genauso wie aus dem Hauptmenü. Da geht das Ganze auch. Ja, und das machen wir jetzt auch gleich mal. Da drüben können wir Domino spielen. Das haben wir schon das ein oder andere Mal gemacht, als wir noch hier in der Kampagne unterwegs waren. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Wir wollen jetzt nämlich reinstarten in den Kopf. Die Addons verloren zwischen den Welten, das kennen wir ja schon. Das haben wir ja schon mal gespielt. Das war ja das mit den Scherben, die wir finden wollen, mit dem abgestützten Raumschiff und so weiter und so fort. Aber darum soll es jetzt hier gar nicht gehen, denn jetzt geht es hier um den Kopf. Und man sieht hier, es gibt drei verschiedene Addons. Einmal haben wir Vaas, den Wahnsinn, Pagan, die Kontrolle und Joseph, der Kollaps. Also Far Cry 3, 4 und 5 in dieser Reihenfolge. Und wir fangen natürlich an mit Far Cry 3 Vaas Montenegro, einen, den einige von euch Zuschauern wahrscheinlich noch kennen werden, als quasi Hauptantagonisten in Far Cry 3, war ja derjenige, ich habe mich da ein bisschen eingelesen, wir sind damals mit dem Protagonisten mit, wie hieß der? Joseph oder so? Nee, Joseph war ja der da hinten. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall Jason. Jason hieß der, genau. Mit Jason sind wir und ein paar Freunden sind wir auf irgendeine Insel gekommen. Da waren dann die auf einmal. Und Citra gab es dort auch. Irgendeine Stammesführerin. Ich habe mir das Ganze ganz grob mal durchgelesen, dass ich vielleicht ein bisschen was mitreden kann. Aber Far Cry 3, das ist schon eine lange, 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 lange Zeit her. Und ich bin mal gespannt. Ich habe schon mal eine Map hier geöffnet. Also für alle diejenigen, die jetzt hier auf Sammeln aus sind, die kann ich auf jeden Fall schon mal zufriedenstellen, denn ich habe eine Map geöffnet. Ich habe eine Map geöffnet, wo alles draufsteht, was wir hier sammeln können, denn wir müssen alles sammeln. Ich habe eine riesen Aufnahmesession vor mir, denn blöderweise kann man in diesen DLCs anscheinend nicht speichern. Es speichert sich ein paar Sachen, die Sachen, die man zum Beispiel sammeln kann, was jetzt die Ausrüstung anbelangt, die werden gespeichert, aber die Missionen und die Scherben, die wir hier sammeln müssen oder die, was auch immer das hier sein wird, wir müssen auf jeden Fall drei Stück sammeln, die speichern sie nicht. Die speichern sich einfach nicht, das finde ich irrsinnig schade, dass man quasi das ganze Addon innerhalb von einem Durchgang spielen muss. Das heißt, ich habe mir jetzt den ganzen Tag hier Zeit genommen, nur um das hier aufzunehmen. War es der Wahnsinn und ich würde sagen, wir starten gleich mal rein und gucken, wo wir dann hier landen werden. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Entkomme der Psyche von Vaas Montenegro, begib dich in die Psyche von Vaas, kämpfe gegen seine inneren Dämonen, entdecke unterdrückte Erinnerungen und stell dich seinen größten Widersachern, während du versuchst, dem Teufelskreis des Wahnsinns zu entkommen. Das heißt, wir wechseln unsere Rolle. Wir sind nicht mehr als Dani Rojas unterwegs, sondern als Vaas Montenegro, als derjenige, die wir umgebracht haben in Far Cry 3. Den spielen wir jetzt. Na, ich bin gespannt. Vaas Iroh haben wir hier, große Atempause. Mhm, der Vaas Panzer, die Vaas Hose, Vaas Stiefel, Vaas Handbandage und Klein Vaas als Cockpit-Deko in den Fahrzeugen. Meine Freunde, ich bin sehr gespannt. Auch hier, wie bei Ludas Level, gibt es auch einen Psycho-Level, also quasi einen Schwierigkeitsgrad, den wir auswählen können. Da fangen wir natürlich mal auf ganz kleinem Schwierigkeitsgrad an, bei Psycho-Level 1, mit der Gegenstärke niedrig und dem Währungsertrag natürlich auch gering, leider Gottes. Und das Ganze würde sich bis auf Psycho-Level 5 nach oben ziehen, wo die Gegnerstärke schon maximal ist, der Währungsertrag natürlich auch. Goldene Kräfte sind aktiv, rivalisierende Gegner haben wir, Schwierigkeitsskalierung der Erinnerungen, Startzeit, Gegnerstärkungen, Radar, alles.
alles bis aufs höchste Level nach oben gepusht. Also das wird schon schwierig werden, aber um das wollen wir uns gar nicht kümmern. Wir wollen das Ganze einfach mal erleben und starten rein in Psycho Level 1 in den Wahnsinn. Was der Wahnsinn? Wir entkommen der Psyche von Vas Montenegro. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, der PC schmiert mir nicht ab. Das wäre sehr peinlich. Ich habe ihn extra nochmal neu gestartet vorher. Damit da ja nichts passieren kann. Jason Brody landete auf Rook Island als Tourist im Krieg der Priesterin Citra. Sie machte ihn zu ihrem Krieger, um ihren größten Fehler zu töten. Nämlich ihren Bruder, ihren Fehlschlag. Ihr Monster gefangen in einem Kreislauf aus Blut und Wahnsinn, nämlich Vas Montenegro. Um den geht's hier. Ja! Ah! Oh, verdammt, bin ich. Was geht hier vor? Wer beobachtet wen? Verfick nochmal. Überraschung, du Pisser. Guter Junge. Und das fängt ja schon mal sehr, sehr kurios an. Citra? Bist du endlich bereit, der zu sein, den ich brauche? Wo bin ich? Was soll das hier sein? Suche. Kämpfe. Sammle die Teile meines Dolchs. Bring sie zu mir. Oh, ich weiß, du willst meine Anerkennung, meine Liebe, meinen Körper, meinen Geruch, meine Beine. Nein. Verpiss dich aus meinem Kopf! Wild wie immer. Aber wenn du deinem Verstand entkommen willst, solltest du tun, was ich sage. Jetzt gerade bist du schwach. Schau in den Spiegel. Sieh selbst. Na, bin ich denn so hübsch, dass ich gleich wieder ein bisschen an Stärke erlangen werde? Mal gucken, wir sind in einem Raum komplett ausgefüllt mit zahlreichen Fernsehern. Ganz kleiner Größe, wie zum Beispiel der hier, was man da erkennen kann, ist mir ein Rätsel. Und dann gibt es auch riesige Fernseher, wie zum Beispiel der hier, aber alle natürlich ein ziemlich altes Modell. Na, ich bin ja gespannt. Benutze den Spiegel, um die Gesundheitsinjektion freizuschalten. Was haben wir hier? Nichts. Der einzige Fernseher, der irgendwas von sich gibt, aber auch da können wir nichts damit tun. Waren das mal unsere Verbündeten hier, die Piraten? Wir waren ja selbst ein Pirat, wir waren der Anführer der Piraten, als Vas Montenegro damals in Far Cry 3. Wie gesagt, ich habe mich kurz mal eingelesen in das Thema, aber so wirklich genau Bescheid weiß ich nicht, aber ich vermute mal, das Wichtigste werden wir sowieso hier nochmal kennenlernen. So, und da haben wir den Spiegel und da bekommen wir unsere Eigenschaften, unsere permanenten Eigenschaften. Das heißt, das sind die Dinger, die uns erhalten bleiben, sollten wir das Spiel beenden und nochmal neu starten, die uns dann aber auch erhalten bleiben werden. Also die Sachen, die behalten wir uns permanent, deswegen auch die permanenten Eigenschaften. Den Spiegel, den haben wir hier. Alle Eigenschaften sind permanente Verbesserungen. Wähle die Eigenschaft Stolz und schalte die Gesundheitsinjektion frei. Und ich würde mal sagen, damit fangen wir auch gleich mal an. Scheiß aufs Sterben, es ist peinlich und ich hasse es. Du hältst
Gesundheitsinjektionen, die sich mit der Zeit wieder füllen. Und das Ganze können wir dann noch irrsinnig oft verbessern. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5 Mal verbessert deine Gesamtgesundheit drastisch. Ist das Beste, das wir kriegen können. Wir haben ja auch noch die Gier. Man kann nichts erreichen, wenn man pleite ist. Wir haben den Was-Zorn. Wenn sie mich weiter bekämpft, könnte meine Psyche etwas Jähzorn gebrauchen. Wir haben die Faulheit. Klar, nenn mich faul, ist mir doch egal. Und Neid. Was ist das denn? Das muss ich haben. Also viele Sachen, die wir upgraden können. Und wir fangen mal an mit der Gesundheitsinjektion. So, können wir noch was tun? Ne, 200 Kohle brauchen wir. Genauso wie hier oder hier oder hier. Und hier brauchen wir 50, das ist gut. Jetzt nimm etwas gegen die Schmerzen. Ich hasse es dich so gut. Aber um deinen Verstand zu überleben, wirst du auch Waffen brauchen. Und zum Glück ist das hier Open for Sale. Da haben wir unseren Waffenschrank. Das ist das hier, die Waffenkisten. Öffne die Waffenkiste, um die Pistole zu kaufen. Du kannst diese Kiste später dauerhaft verbessern, um Zugang zu neuen Waffenmods zu erhalten. Wir haben aber nichts, wir haben kein Geld. Kiste öffnen. Verbessere diese Waffenkiste, um neue Mods für diese Waffe permanent freizuschalten und ihren Schaden zu erhöhen. Aha. Waffe kaufen. Drücke die linke Maustaste, um die Pistole zu kaufen und auszurüsten. Sobald du die Waffe gekauft hast, ist sie ausverkauft, bis die Waffenkiste verbessert wird oder du stirbst. Zum verlassenen Escape drücken. So, ausverkauft. Die 1911. Na gut. Dann sind wir jetzt bewaffnet. Das findet Papa gut. Mit F schwingst du deine Machete. Wenn du mehr Waffen willst, musst du sie dir verdienen. Okay, was? Legen wir los. Okay, ich muss diesen verfickten Dolch finden. Aber solange ich hier in meinem Verstand rumwühle, machst du vielleicht lieber die Augen zu, Citra. Na gucken wir mal, Erinnerung. Citras Krieger, entkomme aus Waskopf, sammle die drei Teile des Silberdrachendolches ein. Das ist also unser Ziel. Drei Teile von diesem Dolch sollen wir finden. Und wenn wir zwei Teile davon gefunden haben und dann das Spiel beenden, dann stehen wir wieder von Anfang an da. Dann müssen wir wieder alle drei finden. Finde ich wirklich schade, dass das so gelöst wurde, dass man da nicht irgendwie speichern kann dazwischen. Aber wie gesagt, ich versuche das Ganze hier innerhalb von einem Durchlauf alles zu lösen, alle Missionen zu erledigen, alle Kisten mitzunehmen. Ich hoffe nur, ich schaffe das heute. Alles. Entdecke einzigartige Orte und Herausforderungen, um mit Kohle, Waffen und anderen hilfreichen Gegenständen belohnt zu werden. Und Kohle ist nicht die Kohle, die wir aus dem Bergwerk bekommen, sondern die Kohle, mit denen wir uns dann Waffen und so weiter und so fort kaufen können, die wir gerade eben ausgegeben haben, die wir auch ausgeben können für Upgrades im Spiegel. Jedes Mal, wenn du stirbst, verlierst du alle nicht permanenten Inventargegenstände, also vermutlich auch unsere Waffe. Aber sterben, das haben wir sowieso nicht vor. Sudana! Ab jetzt steht dir eine Karte zur Verfügung, du kannst sie mit Tab öffnen. Das ist unsere Karte und die ist noch, naja, ziemlich unausgefüllt. Da ist auf jeden Fall noch ziemlich viel Platz für ganz schön viele Dinge, die wir sammeln können. Ja, und ich würde mal sagen, ich gucke gleich mal, Entschuldigung, auf meiner Handykarte nach, wo wir denn hier überhaupt sind. So, was haben wir denn da? Mirror, den haben wir gefunden. Können wir schon mal demarkieren. Compound kennen wir auch schon. We are all mad here, was ist das? Okay, ich glaube, da können wir schon mal was lesen. Aber ich würde gerne mal... Hallo? Chest? Mirror? Hallo? 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 Was ist das? Armory. Kennen wir auch schon. Der Waffenschrank. Okay, es gibt hier schon ein paar Dinge, die wir sammeln können. Und zwar eine Diary Page. In the main compound building on a wall by a staircase. Wir gucken uns natürlich hier mal ein bisschen um. Das ist mir ganz wichtig, dass wir die Sachen alle mitnehmen können. Und wenn wir schon hier das Ganze innerhalb von einem Durchlauf schaffen wollen, dann sollten wir auch die Sachen, die wir hier kriegen können, sammeln. Und abgesehen von ganz schön vielen Drogen, die hier rumliegen, 183, liegt hier anscheinend auch noch irgendwas rum, was wir lesen können. Der Fernseher funktioniert immer noch nicht. Und ich glaube, das hier waren früher mal unsere Leute. Das waren unsere Piratenkollegen, unsere Angestellten quasi. Alle tot. Da ist Bier. Und da haben wir Citra, unsere Schwester. Die Anführerin. Ich sag's mal so, eines Rebellenstamms. Ein bisschen Bier haben wir hier. Whisky haben wir natürlich auch da. Bei einem Staircase. Ach du Scheiße, wo sind wir denn hier? Überschwemmt von Drogen auf jeden Fall. So viel ist schon mal klar. Da haben wir was.
Und das können wir lesen. Das volle Rook Island Geschmackserlebnis. Willkommen bei Huntleys, wo wir uns darauf spezialisiert haben, ihr kaputtes Gehirn darauf zu trainieren, sich an das zu erinnern, was vor nicht allzu langer Zeit geschehen ist. Probieren Sie sich durch unsere Speisekarte, um die geheime Sauce freizuschalten. Was Montenegro Sliders? Unser Held, der Protagonist unserer Krankengeschichte und ganz sicher kein Piratenkönig, der sich in den Kopf gesetzt hat, Rook Island für sich selbst zu erobern. Hühnchenteile à la Citra Talug Mai. Jedermanns liebste Kriegerprinzessin mit einer versteckten Spezialzutat. Pro-Tipp, die Spezialzutat ist die blutrünstige Hingabe an die Suche nach dem stärksten Krieger für ihr Volk. Jason Brody-Salat, niemand mag Salat und niemand mag Jason. Touristenidiot, der in einem Kampf stolpert, den er nicht versteht, manipuliert von einer Frau, die weit außerhalb seiner Liga spielt. Und dann haben wir hier Dr. Alec Earnhardts Mondgestein, ein sehr netter Doktor mit einem sehr großzügigen Gemüt, besonders in Bezug auf Betäubungsmittel. Und die Rakiat-Platte, Piraten, Eiferer, Anhänger von Prophezeiungen. Die Rakiat waren Citras Armee und schon immer die wahren Besitzer von Rook Island. Also die cool, Rebellen. Ein halber kann man sagen. Roman. Wie spannend. Vervollständige die Sammlung von Tagebuchseiten. Was ist los? Willkommen bei Huntleys. Okay, das ist ja dasselbe, was wir gerade gelesen haben. Passt. Und ich würde jetzt natürlich gerne mal ins Hauptmenü zurückgehen, um zu gucken, ob sich das hier beispielsweise speichert. Ich glaube aber fast nicht. Ich habe ein bisschen Schiss, deswegen mache ich es nicht. Hätte ich vielleicht mal testen sollen vorher. Naja, egal. Wurscht. Das Gelände. Wie tingelt auf der Karte irgendwas markiert? Das Gelände. Zu Hause ist es am schönsten. Irgendwas an diesem Ort sagt mir, dass er mein Ticket hier raus ist, aber verdammt noch mal, ich weiß nicht wie. Wo geht's denn da eigentlich hin? Außer in den Dreck. Ah, da sind ja Leichen, die sehe ich ja jetzt erst. Das erinnert mich aber sehr an Far Cry 6, muss ich zugeben. Muss ich voll aufpassen, dass ich hier bei der Anmoderation nicht Far Cry 3 sage, wenn ich das nächste Mal hier die nächste Folge starte. Okay, ich wollte gerade sagen, wir kommen nicht mehr zurück. Zum Glück kommen wir das. Drogen, Drogen, Drogen. Ganz schön viele Drogen liegen hier rum und zwar überall. Ach du Scheiße, was ist denn da passiert? Bitte schön, überall der Fernseher. Nanü? Das bringt uns nichts. Wir haben... Was ist denn mit den Leuten los? Wir haben keinen Schalldämpfer, wir haben genau gar nichts auf unserer Pistole drauf. Alle unsere ehemaligen Kompagnons, unsere ehemaligen Angestellten sind tot. Oh, wir haben eine Kiste. Mit 41 Kohle, na immerhin. Sammle Kohle, indem du Gegner ausschaltest, Truhen öffnest und Herausforderungen bestehst. Gib Geld am Waffenschrank und am Spiegel aus, um Waffen und Ausstattung bzw. permanente Eigenschaften zu erhalten. Okay, 41 Kohle haben wir. Das ist sowas wie Geld und ich kann es einsetzen, um Leute fertig zu machen. Okay, genau wie ein Politiker. Ach, ich kann mir das vorstellen, dass das wieder ganz lustig werden wird hier. Wenn wir da mal rausfinden, was hier jetzt überhaupt abgeht. So, bevor wir uns da auf irgendwelche Missionen einlassen oder das Gebiet hier verlassen, würde ich sagen, wir gucken uns generell mal ein bisschen um hier. Wo wir denn da überhaupt sind. Okay, da waren wir ja gerade. Da haben wir den Spiegel. Ein bisschen was Gruseliges hier, dieser Turm hier. Fernseher, kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir die in Far Cry 3 auch hatten. Ich meine, ich weiß es nicht genau. Wenn ihr da mehr wisst, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Denn ich glaube, Far Cry 3 habe ich damals privat gezockt, gar nicht hier auf dem Kanal. Und ich kenne mich, wie gesagt, storymäßig jetzt auch nicht mehr hundertprozentig aus, was da damals passiert ist. Aber ich vermute mal, den Großteil von den Sachen da hinten schwimmen Haie in der Luft. Interessant. Die werden wir sowieso hier nochmal im Spiel kennenlernen. Und überall finden wir unsere ehemaligen Leute. Nur eben nicht mehr lebendig. Was höre ich denn da? So, gehen wir mal nach oben. Wir gucken uns mal hier ein bisschen um, bevor wir uns da in die große, weite Welt aufmachen und gucken, was wir sonst noch so finden können. Löser, nagel mich an das Scheißkreuz und lass mich wieder auferstehen. Nagel mich an das Scheißkreuz und lass mich wieder auferstehen. Dann wer redet denn dafür? Was ist denn das für ein Blödsinn? Überall die Drogen. Ich glaube, wir sind ihm schon zu Kopf gestiegen. Ich bin der Angelpunkt. Und jedes Mal, wenn wir näher kommen, endet die Unterhaltung. Die Welt ist aus dem Lot geraten. Ich bin der Angelpunkt.
Die Welt ist aus dem Lot geraten, ich bin der Angelpunkt. Ach ja, da ist wohl jemand sehr überzeugt von sich. So, hier finden wir nichts. Das sieht irgendwie ziemlich lustig aus mit den Haifischen da hinten, die durch die Gegend schwimmen. Und egal wo wir hinschauen, egal welchen Raum wir betreten, egal welchen Pickup wir anschauen, überall liegen die Drogen rum. Na, interessant. Interessant, interessant, interessant. Und die Fernseher, die haben wir auch hier überall rumstehen. Wer ist das? Wir wohl nicht. Oder doch? Nee. Glaube ich eher nicht. So, ich guck mal ganz kurz auf die Karte. Das haben wir gefunden, das passt. We are all met here on a wall inside the red cargo container. Da gibt's auch noch was zum Lesen. Und dann haben wir eine Vision. Die Frage ist, können wir diese Vision überhaupt jetzt schon starten? Next to the big red door. Okay, die Kiste haben wir gefunden, das passt. Und dann in einem roten Cargo-Container finden wir nochmal ein kleines Schriftstück zum Lesen. Na, gucken wir mal. Roter Cargo-Container, das könnte der da hinten sein. War man da überhaupt schon? Ich weiß es gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Eieieiei, wie das hier aussieht vor allem. Die Leichen hängen überall, die Fernseher hängen überall und die Drogen stehen überall rum. Wo sind wir hier gelandet? Im Drogenhimmel? Hoffentlich nicht. Ich bin nämlich ein großer Gegner von Drogen. Wir haben da oben sogar ein MG rumstehen. Ich hoffe, dass wir mal jetzt nicht benutzen müssen. Okay, das wird dann wohl da drin sein. Siehst du das? Eine riesige rote Tür mit einem verfickten Auge drauf. Ich weiß, wie das funktioniert. Das wird später nochmal wichtig, oder? Na hoffentlich, das ist nämlich die 18. Vision, die wir hier kriegen können. Und ich würde mal sagen, wir sollten vielleicht bei Vision 1 anfangen, damit wir die anderen 17 auch verstehen können. Warte mal, da drüben sind wir hergekommen, genau. So, da haben wir eine Barge zum Abbiegen von den Drogen und da haben wir Schriftstück Nummer 2. Rook Island Nostalgiereise. Ein Leitfaden zu all den nervigen kleinen Stimmen in deinem Kopf. Du musst sie alle erwischen, ohne verklagt zu werden. Zwischenstopp 1. Der Käfig, in dem wir Gefangene gehalten haben. Haben wir den Schlüssel verloren? Zwischenstopp 2. Wir reden mit einer riesigen Citra, aber an welcher Klippe war das noch gleich? Zwischenstopp 3. Ich habe sogar einen Sandbogen gebaut, aber ich habe all meine Eimerchen verloren. Zwischenstopp 4. Der Ausblick auf das Haus des Doktors, besonders auf Mescalin, immer atemberaubernd. Zwischenstopp 5. Wir hatten mal ein zweites Schiff, haben es aber an die Lava oder Magma. Ich kann mir den Unterschied nie merken, verloren. Zwischenstopp 6. Citra hat mich zum Angeln mitgenommen. Auf diesen alten Booten fühlte sich an, als würden wir fliegen. Zwischenstopp 7. Uns gehörte diese Insel. Citra behauptete sogar, dass diese Ruinen unsere wären. Zwischenstopp 8. Sie übernahm die Wälder und wir übermittelten uns Nachrichten in hohlen Bäumen. Zwischenstopp 9. Natürlich Clown-Touristen. Wir mussten ein Exempel an Dieden-Dieben statuieren. Und Zwischenstopp 10. Citra hatte Zauberkräfte. Sie konnte mit ihrem Verstand sogar Felsen schweben lassen. Je mehr ich schreibe, desto weniger bin ich mir sicher, dass ich über die Insel schreibe. Citra und ich haben allerdings einiges aufzuarbeiten, oder? Uiuiui, das ist aber sehr wirr geschrieben. Das ist ein echter Shakespeare. Das ist aber sehr wirr geschrieben, das Ganze hier. So, das haben wir gefunden. Und neben der großen roten Tür gibt es eine Vision. So wie es aussieht. Vision Nummer 18. Okay, da kommen wir natürlich noch nicht rein. Vision Nummer 18. Wobei ich mir ganz gut vorstellen kann, dass wir bei Vision Nummer 1 anfangen müssen, oder? Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier mit Vision Nummer 18 schon losstarten können. Gibt es hier was von den Visionen? Nee. Ah doch. Visionen, da haben wir sie. 18 Stück. Was war das? Ein Leitfaden zu all den nervigen kleinen Stimmen in deinem Kopf. Willkommen bei Huntleys, wo wir uns darauf spezialisiert haben, ihr kaputtes Gehirn darauf zu trainieren, sich an das zu erinnern, was vor nicht allzu langer Zeit geschehen ist. Huch. Aber wo ist denn hier eine Version? Eine Vision? Wie soll ich denn die hier finden? Oder wo soll ich die hier finden? Vision 18. Keine Ahnung. Lassen wir uns mal offen, würde ich sagen. Was gibt's da drüben? Ein Chibi. Inside the building on the ceiling above. Das ist aber ganz weit hinten, oder? Was passiert da gerade? Irgendwo da hinten gibt es ein Chibi. Genau auf der ganz gegenüberliegenden Seite.
Aber wie holen wir uns das denn? Müssen wir das einfach runterschießen? Ich weiß es gar nicht. Ich gehe mal ganz kurz nach drüben. Schauen wir mal. Das ist das Haus, das am weitesten weg ist. Und das müsste theoretisch das hier sein. Und irgendwo oben gibt's ein Chibi. Nimm mich in dein Herz, nimm mich als dein Hallo. Hallo. Hallo, das sind die Dinger, die wir sammeln können. Ach, so ist das, meine Freunde. Das sind die Dinger, die wir sammeln können. Die hier immer so einen komischen Ton von sich geben. Ich dachte, das kommt hier aus dem Radio. Hoppla. Na, das macht natürlich die Sache wieder ein bisschen lustiger. Da findet man die nämlich ganz schön fix, würde ich sagen. Sehr schön. Okay, Chibi hätten wir gefunden. So, und dann gucken wir mal, was wir als Erstes jetzt tun werden. Denn es gibt ja hier zahlreiche Kisten und zahlreiche Missionen. Gibt es hier auf der Karte schon irgendetwas? Ach, tatsächlich. Okay, ein bisschen was haben wir zumindest schon freigeschalten. Kernherausforderung abgeschlossen. Welche denn? Wo ist denn beispielsweise Vision Nummer 1? Da oben. Family. Hier. Vielleicht sollten wir dort mal hin. Oh Gott, das wird eine große Map werden. Halleluja. Vielleicht sollten wir dort mal hin. Können wir hier eine Markierung setzen? Ja, können wir. Cool. Ah, oh, ist das sogar die Markierung von Far Cry 3? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall gibt es hier... Irgendwo... Kann ich nicht mehr ranzoomen? Ich kann nicht mehr ranzoomen. Hier... Eine Kiste. Und nachdem wir ja alles in einem Durchgang uns schnappen wollen, werden wir das Ganze mal so angehen... Dass wir uns natürlich auch die Kisten alle mal schnappen. So, na gucken wir mal. Fangen wir mal an, hier aufzuräumen in dieser neuen Welt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Was? Ja. Ah, Jason. Das störende Geräusch des Verfalls in meinem Kopf. Ich werde es genießen, dich zu töten, Hermano. Ich bin sehr gespannt, was da auf uns zukommen wird. Wenn ich das Leben zur Hölle mache, gibt sie mir alles, was ich will. Alles. Musst du doch verstehen, Mann. Kontrolliert sie dich doch auch. Oh, wir sehen uns bald und dann merkst du schon, wie es mir damit geht. Ui, ui, ui. Ich habe das Gefühl, das wird eine wahnsinnige Reise werden. Das heißt nicht ohne Grund so. Oh, das sind ja Feinde. Na, guck mal einer an. Und die Markierung? Ich glaube nicht, dass die ein Autogramm wollen. Na, wer weiß. Vielleicht als Toter dann. Ich glaube, die Markierung ist auch ein bisschen auf Far Cry 3 angelehnt. Hey, Moment mal, das sind meine eigenen Leute. Wieso sind die hinter mir her? Na, das ist eine gute Frage, aber die haben auf jeden Fall ein bisschen was dabei. Weil ich es ihnen befohlen habe. Du hast uns verlassen, uns bekämpft. Und jetzt wollen sie dich tot sehen. Also jeder, der mich tot sehen will, den will ich verfickt nochmal auch tot sehen. Also fick dich. Ey, stopp, nein! Wie kannst du mich angreifen, verdammt nochmal? Du bist in meinem Korb! So, und das Gute ist, wie wir gerade auf der Map gesehen haben, wir bekommen sogar mit, wo die Kisten rumliegen. Das finde ich ja irrsinnig geil. Wir bekommen mit, wo die Kisten rumliegen. Und das heißt, wir können die ganz easy cheesy alle einfach einsammeln. Oh, die nächsten sind da. Das ist quasi so eine Mischung aus Far Cry 3 und Far Cry 6. Die Markierungen, die Karte und so weiter und so fort, das ist alles aus Far Cry 3 übernommen. So wie es aussieht. Und vermutlich auch ein bisschen das Aussehen, wobei die Palmen und so weiter und so fort, die sind definitiv aus Far Cry 6, das sind nämlich dieselben. Ah, Geld fürs Töten? Ihr kranken Schweine. Aber, das Gute ist... Ja, wenn du tötest, stirbst, von denen nimmst, die schwächer sind, wirst du stärker. Wenn du also hier raus willst, mach weiter. Okay. Das Gute ist, wir haben hier auf jeden Fall den ein oder anderen Hint zu Far Cry 3. Das finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Ich bin wirklich gespannt, was da noch alles passieren wird. So, gucken wir mal, wo sind wir denn jetzt gerade? Jungle Ruins, die Dschungelruine, die haben wir gerade gefunden. Da ist irgendwo eine Kiste. Das sollte, war das die? Ich weiß es gar nicht. Warte mal ganz kurz, da ist irgendwo hier eine Kiste. Ich glaube, die haben wir gerade gefunden, aber die andere noch nicht. Irgendwo da drüben ist dann auch noch eine. Die sollte, wo ist die denn? Hä? Bin ich doof? Waffenschau, Reinfeuerpistole. Wenn ich alle töte, bekomme ich eine Reinfeuerpistole. Na, das klingt schon mal gut. Das ist nämlich das hier, Gunshow. Müssen wir die starten erstmal? Irgendwo gibt es noch eine Kiste, so wie es aussieht. Ah,
Waffenschrank-Herausforderung. Da hätte ich nochmal einen Schritt weitergehen sollen. Schließe Waffenschrank-Herausforderungen ab, um neue Waffen und die entsprechenden Waffenkisten freizuschalten. Sobald du eine Waffe erworben hast, wird ihre Waffenkiste dauerhaft in deinem Waffenschrank freigeschaltet. Wenn du stirbst, kannst du die Waffen aus freigeschalteten Waffenkisten mit Kohle erneut kaufen. Okay, okay. Aber wir haben ja nicht vor zu sterben. Willst du stärker werden? Mehr Macht erlangen? Wenn mich das hier rausbringt? Klar. Dann tritt vor den Altar. Stell dich denjenigen, den du Unrecht getan hast. Ich kann nicht glauben, dass du mich getötet hast. Was soll der Scheiß? Hm? Du wolltest mich doch von meinen Eltern freikaufen lassen, oder nicht? Wer redet da denn so wie eine Waffenschrank-Herausforderung für die Reihenfeuerpistole starten? Oh ja, das war... Na, bitteschön. So, wo sind denn die Leute, die wir töten sollen? Ach, die sind ja schon hier. Ui. Ui. Ich glaube, das wird ein bisschen schwieriger werden, als ich gedacht habe. Nein, danke! Huh! Womit kämpfen die denn hier? Okay, 10 Leute sollen wir umbringen. Au, fuck. Nein! Ich habe gesagt, wir wollen nicht sterben. Da hinten ist noch einer. Einer noch, komm. Reinfeuerpistole, das klingt auf jeden Fall schon mal irrsinnig gut. So, und das sollten wir geschafft haben. Sammle deine Waffe ein. Ich hoffe, wir schaffen das auch. Okay, alle sind tot. Kriege ich jetzt eine neue Knarre? Neues Spielzeug? Huh. Das war gar nicht mal so leicht. Alter Falter. Und wir haben tatsächlich eine neue Waffe freigeschaltet. Die Reinfeuerpistole im Waffenschrank. Dann müssen wir erstmal zu diesem Waffenschrank halt wieder hingehen. Den haben wir nämlich nicht einfach so dabei, denke ich. Scheißdreck. So, das hätten wir freigeschalten. Na, immerhin. Immerhin, 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 immerhin. Oder haben wir die doch dabei? Ich glaube, wir haben die doch, dabei. Wir haben die doch dabei. Cool. 1911 und die SMG 11. Na, sehr schön. Könnten wir für 30 Kohle verkaufen. Macht weniger Schaden als die hier. Hat aber natürlich, Feuerrate. Achso, 800. Wollte gerade sagen. 800 Feuerrate und die hat 380. Magazin von 20 gegen 8. Das ist schon mal ganz in Ordnung, denke ich. Das ist schon mal ganz in Ordnung. Ich glaube, damit können wir leben. Fügt dem dem Waffenrad ein Hilfsmittelfeld hinzu. Was können wir denn sonst freischalten? Erhöhe die Tragekapazität für Gesundheitsinjektionen um 2. Würde 200 Kohle kosten, wir haben 194. Also ich glaube, die 6 Kohle können wir gerade nochmal abwarten. Liebste. Das sollten wir, denke ich mal, noch schaffen. So, bevor wir hier weggehen, würde ich ganz gerne gucken. Oh, da gibt es ja noch ganz viele Sachen, die wir sammeln können. Cool. Da würde ich ganz gerne gucken, denn irgendwo hier unten soll ja angeblich noch eine Kiste rumliegen. Ist das der Fall oder haben wir die jetzt schon mitgenommen? Ich glaube, wir haben die in der Tat schon mitgenommen. Da liegt nämlich nichts mehr rum. Außer ein bisschen Blut auf den Straßen. Wenn das Blut sein soll, ich vermute mal ja. Und zwar ganz schön viel. Aber die Kiste sollten wir mitgenommen haben. Na sehr schön, dann hätten wir das schon mal erledigt und das schon mal erledigt. Und die Kiste hätten wir auch schon mal erledigt. Na, das läuft ja schon mal wie am Schnürchen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann würde ich mal sagen, wir machen da oben gleich mal weiter. Was haben wir denn da? Survival, Difficulty 4. 200 Cash. Ja, vielleicht sollten wir da noch mal ein bisschen warten. Es würde hier die nächsten Dinge geben. Und zwar die nächsten zwei Kisten. Hier, in der Nähe. Vielleicht sollten wir uns diese Kisten mal holen. Für den Anfang. Und ich dachte, dieses Rote auf der Karte ist ein Fluss angezeigt. Aber das ist nicht der Fluss, das ist diese blutige Straße hier, die wir da sehen können.
Na, gucken wir mal. Ich bin wirklich, wirklich, wirklich sehr gespannt, was da noch im Laufe der Zeit auf uns zukommen wird, was wir da alles noch erleben werden, welche Missionen wir hier haben werden und ob wir das Ganze überleben werden. Denn wir haben ja, wie gesagt, vor, nicht so einfach zu sterben. Citras Prüfung überleben. Machen wir dann. Keine Angst. Das kommt dann später mal. So, jetzt holen wir uns erstmal unsere Kisten. Denn ich würde ganz gerne erstmal vielleicht die ein oder andere leichtere Mission erledigen. Es gibt ja zum Glück immer wieder eine Difficulty-Beschreibung, eine Schwierigkeitsbeschreibung. So, wie man hier sehen kann, geht das natürlich schon mal viel, was viel einfacher. Das? Ich glaube, mein toter Freund hat was fallen lassen. Bewegungsgeräusche werden vorübergehend reduziert. Nachdem du Gegner mit deiner schallgedämpften Waffe... Wer bist du denn? Ach du Scheiße. Was war das denn? All diese dunklen Gefühle, die um dich waren. Sie alle erschaffen das. Chaos. Gefahr. Gute Zeiten. So, was ist das jetzt hier für ein Scheiß? Kraft ausrüsten oder verkaufen? Wir haben keine schallgedämpfte Waffe. Das können wir verkaufen, das brauchen wir nicht. Da bekommen wir 100 Seht Kohle. Ihr Kinder, Verbrechen zahlt sich aus. Und jetzt kaufe ich mir was bei diesem Spiegeldings. So, du kannst jetzt permanente Eigenschaften leisten. Benutze den Spiegel, um die Kohle auszugeben, bevor du stirbst. Wir wollen nicht sterben, meine Freunde. Das ist der Plan. Wir wollen hier nicht verrecken. 434 Kohle haben wir. Da können wir auf jeden Fall schon mal shoppen gehen. So, aber ich will gleich noch ein bisschen mehr shoppen, denn da oben sind die nächsten zwei Kisten, die wir gerne mitnehmen würden. Und wenn wir schon mal auf Sammeltour sind, dann machen wir das Ganze auch mal so, wie es sein soll. Und zwar richtig. Einmal hier. Wer steht da jetzt rum? Bin übrigens sehr zufrieden, was die Pistole anbelangt. Da bin ich sehr froh, dass wir die haben. Mit der können wir einiges erledigen. So, und da haben wir die nächste Kiste. Und dann insgesamt schon mal 555 von unserer Kohle. Das finde ich schon mal gut. Das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Wo können wir das Ganze denn jetzt ausgeben? Hier beispielsweise. Erhöht die Tragekapazität für Gesundheitsinjektionen um 2. Das machen wir gleich mal. Da sage ich nicht nein. Wie geht das? Achso, ich muss zum Spiegeldings. Schalte mit dem Spiegel zusätzliche Eigenschaften frei. Wir müssen erstmal zum Spiegeldings, bevor wir das freischalten können. Na, das läuft ja nicht so gut. Okay, okay. Das ist ja ein bisschen doof. Das ist ein bisschen doof. Das heißt, wir müssen erstmal wieder hier zurückgehen zum Gelände, zum Spiegeldings, um die Vorteile auszurüsten. Na gut, das machen wir dann, wenn wir wieder zurückkommen dort. Was haben wir denn jetzt da? Wir haben hier irgendeine Vision. On a rock in the red water. Das würde ich mir gerne mal holen. Das markieren wir uns mal. Vielleicht müssen wir ja mit Vision Nummer 1 starten. Ich weiß es gar nicht. Vielleicht ist das der Plan, vielleicht auch nicht. Wir gucken einfach mal. Wir müssen das Ganze sowieso erst irgendwie kennenlernen und wir sind schon mal ganz gut dabei eigentlich, muss ich zugeben. Ja, Hund ist auch da. Aber der ist ja keine große Gefahr für uns. Bereit zu sterben? Ja, solltest du dich mal fragen. Arschloch. So. Ja, es sieht hier natürlich ein bisschen anders aus, Freunde, als in unseren alten, bekannten Gefilden in Yara. Da haben wir nämlich nicht so gruselige Sachen hier aufgebaut. Überall das Blut, überall die Fernseher, die hier rumstehen, blutige Straßen, blutige Orte und blutige Gemetzel, und zwar überall. Mhm, das sieht auch ein bisschen gruselig aus. Okay, da hinten gibt es eine Kiste. Ene, mene, miste, hier liegt gleich die nächste Kiste. Aber ich würde jetzt gerne mal wissen, was es mit diesen Visionen auf sich hat. Irgendwo müssen wir ja mal anfangen, wenn es davon 18 Stück gibt. Okay, das hat wirklich was Gruseliges hier gerade. Gruseliges hier gerade. Und ich glaube... Ohne Familie, wir sind hier. Die Familie ist der Stamm. Und wir sind nur die Äste. Sägst du den Stamm an? Gibt es kein Wachstum mehr? Was?
mein Krieger. Das erste Mal, dass ich getötet habe, war für meine Schwester. Drück schon ab, was? Tu es. Für mich. Erbärmliches Bürschchen. Immer so ungehorsam. Du Scheiße! Du warst nie, was ich brauchte. Nie, was ich wollte. Lass mich in Ruhe. Und ich glaube, da haben wir die erste Vision. Vervollständige die Visionen. 18 Stück haben wir insgesamt. Und Nummer 1 haben wir hier. Du warst nie, was ich brauchte, nie, was ich wollte. Eine Vision angesehen vor Citras Tempel. Krass. Und so fängt das Ganze an. Wir haben eine Vision von 18 gesammelt, wir haben 2 von 7 Tagebuchseiten und 1 von 10 Chibis. Wir haben eine Karte, wir wissen ganz genau, wo die Sachen rumliegen. Das vereinfacht uns das Ganze natürlich. Ach, was ist denn das jetzt hier wieder? Ach du Scheiße, da kommen Arme aus dem... Ach du Scheiße, wo sind denn die auf einmal hergekommen? Waren die vorher auch schon da? Da kommen Arme aus dem Boden. Blutige Arme. Oh Gott. Ach du Scheiße, wo sind wir reingeraten, Freunde? Wo sind wir hier denn bitteschön reingeraten? Auf jeden Fall mitten in den Wahnsinn. So viel ist schon mal klar. Und ich würde mal sagen, wir machen eine kleine Folgenpause und sehen uns wieder in der nächsten Runde hier bei Let's Play Far Cry 6, beziehungsweise hier eigentlich in Far Cry 3. Wir werden noch ein bisschen Kohle sammeln und früher oder später dann, denke ich mal, Richtung Spiegel marschieren, um uns das ein oder andere Upgrade zu holen. Denn die Upgrades, die werden nicht länger auf uns warten. Da wartet höchstens der Tod und klopft uns auf die Schulter und das wollen wir ja vermeiden. Wir sehen uns wieder, liebe Freunde, in der nächsten Runde von Let's Play Far Cry Nummer 6 hier im Far Cry 3 DLC. Danke dir fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Bis dahin. Tschüss.